Er versprach uns ein besseres Leben. Mit Menschenfleisch. Versprechen eingehalten. Und wo kann ich die verantwortliche Person finden hier? Da suchst du wohl Scorf Edgenor. Er sollte irgendwo im Dorf sein. Er wird dich bestimmt kennenlernen wollen. Ja, ich sag's ja, zum Mittagessen einladen. Abendessen, wenn ich so früh gucke. Wir bekommen hier nicht sehr oft Besuch. Irgendwas in deinem Haus, was ich stehlen könnte? Nö. Hier unten gibt's was Interessantes. Ein pinkes Haus. Genau. Naja, nein. Eine Müllhalde. Ja, sehr interessant. That's locked. Der Kellereingang von Scorf Edgenor versperrt. Da drin sind bestimmt Menschen gefangen. Da lagen bestimmt die Menschen. Um sie zu essen. Nötigen Beaufträge, wenn sie uns in Ruhe lassen. Das riecht ja alles so nach Kannibalismus. Und ja, ich weiß, wie Kannibalismus riecht. Doch selbst Kannibalen als nach Hühnchen. Die Hühnchenfleisch isst. Die Aufträge? Das restliche Dorf erkunden. Achso. Erstmal das restliche Dorf erkunden. Stimmt, ja, du hast nicht alles. Stimmt, echt mal. Sei nicht immer so, zack, zack, zack. Ey, Chicken. Mach mal hin, ne? Ja, Chicken, wir müssen das schon einen Tag alles durchspielen. Nein. Fleisch. Hühnchenfleisch? Nee, ich meine Menschenfleisch. Wenn ich die Rippe gegen meine halten würde, hätte sie bestimmt die gleiche Größe. Was gegen halten? Die Rippe. Achso. Das Rippchen. Vermutlich. Ach, gleich haben wir 2 Stunden. Sind noch zum Dorf? Ja. Ja, ich bin noch da, bei den Auftraggebern. Ich hab gefragt, gehört das hier noch zum Dorf? Ach so, ja. Ich bin noch da! Ja, gehört zum Dorf, ja. Ich gehöre auch zum Dorf, weil ich Fleischfresser bin. Naja, du musst ja deine eigene Art essen. Als Kannibale. Du bist ja so ein Kannibal. Es gibt keine Raptoren mehr, es geht ja nicht mehr. Raptor ist der letzte Raptor auf der Welt. Tyval Talloth. So schade, dass Scorf dich am Leben lassen will. Du siehst aus, als würdest du dir einen Kampf mit mir liefern. Du siehst aus, als könntest du dir einen Kampf mit mir liefern, bevor ich dich ausweide. Andersrum. Ja, ich glaube, seine Wortwahl ist schon die Bestätigung dafür, dass sie Kannibalen sind. Scorf Edgenor, sagte ich, soll euch helfen. Ja, Scorf sieht wohl etwas in dir. Ja, meine Gedärme zum Essen. Muss ich schon sagen. dass ich ihn nicht sehe. Aber nun gut. Ich habe eine harmlose Aufgabe für dich. Menschen essen? Aber ich kann nicht für deine Sicherheit garantieren. Okay. Was brauchst du denn? Um das Dorf herum befinden sich 6 Schutztote. Davon haben wir schon 2 gesehen, die zerstört wurden. Die vor vielen Jahren von Schamanen angefertigt wurden. Wir verdanken diesem Totems das Überleben und die Schönheit Barrowfolms. Moment mal! Ich sehe schon kommen, der will, dass wir die Totems reparieren und da die alle im Sumpf waren, müssen wir das nochmal durch diesen Garten klettern. Na gut. Vor kurzem wurden 3 von ihnen beschädigt und jetzt besteht die Gefahr, dass der Sumpf die Überreste unseres Zuhauses einnimmt. Wenn du uns helfen möchtest, dann begib dich bitte nach Ogdenbrook in die Außenbezirke von Barrowholm und stell die gefallenen Totems wieder her. Sag ich doch.
Tu das für uns, dann wird dir Scorf im Gegenzug geben, was immer du willst. Okay. Reichtum, Macht und Ruhm. Ja, der Mann, der dies alles erreicht hat, war Gold Roger, der König der Piraten. Der will auch was von uns. Auch hingerichtet? So, wunderfast. Wurde schon am Anfang so fast hingerichtet. Ja, stimmt. Windskrim also auch. Roger wurde hingerichtet. Windskrim auch. Mir wurde gesagt, dass du und Scorf zu einer Einigung gekommen seid. Sehr ungewöhnlich, aber ich tue gerne, was er verlangt. Hm. Ja, ich habe gehört, du brauchst Hilfe. Ja, du brauchst definitiv Hilfe als Kannibale. Geht's in eine Anstalt und such eine Psychiatrin auf. Ja, wir müssen unsere Zahl vergrößern, sonst werden wir uns nicht erhalten können. Ich geb dir nicht meine Babys. Heutzutage sind Reisende in dieser Region selten. Das sich ausbreitende Ätherfeuer im Norden macht es nur noch schlimmer, aber es gibt noch ein Hindernis. Die wütenden Kannibalen im Norden. Ogdenburg. Bitte tu uns diesen Gefallen. Suche nach den Lagern dieser blutrünstigen Dämonen und rette alle Überlebenden. Okay, die wollen also nur noch mehr Kannibalen hier haben. Überleben. Das sind aber nicht die Leute, die wir aus den Zellen befreit haben. Nein. Das klingt alles nur mit meinen Ohren. Sie sind ja bereits in so einen Hexenzirkel geschickt worden. Was hat zu meinen Ohren geklungen? Es hat geklungen. Ich wollte nicht immer mit dir reden. Da oben sind noch Sterne. Ja, das sind die Schutztotems. Achso, das ist die Kiste und er. Hm. Ist nicht der Schutztotem, Rabbi. Nein, nein, da oben bei mir. Ist noch außerhalb. Ich bin aber nicht bei dir. Ach so. Guck doch auf die Karte. Immer ignoriert der Rabbi, wo ich bin. Schau doch ganz auf die Karte, wo du bist. Ja, Leute, seht ihr, da ist Chicken. Ich bringe jetzt in das andere Häuschen rein, wieder raus, wieder zu mir. Wo es nicht auf mir gelandet ist. Ich kann dich gar nicht damit angreifen. Oh. So, basteln. Die scheint eines der schützenden Totes zu sein, die ursprünglich von den Bewohnern von Utgenburg erschaffen wurde, doch seit dem Hart. Wohl die Wirkung nachgelassen. Die Wiederherstellung sollte nicht zu schwierig sein. Und wie stellen wir die wieder her? So. Einfach so. Einmal wieder aufbauen. Das geht natürlich nicht sonst. Da oben sehe ich schon Thomas, die Lokomotive. Tot. Gibt es ja auch einen Skyrim mit einer Mod. Da wird Alduin einfach ersetzt. Sehr amüsant. Ah, da. Okay. Ja. Ich bin in die Zelle reingegangen, um von innen das Zellentor zu zerschlagen. Hühnchen. Oh. Warum sind die nochmal gefangen? Keine Ahnung. Ela und Thomas. Bei den Göttern, ich esse Menschen. Was? Sie essen Menschen. Ja, du isst jetzt auch Menschen. Alles wird gut, ich komme aus Barrowholm. In diesem Höllenloch gibt es eine Siedlung. Weißt du, was es ist? Mir egal, wo wir gerade hingehen. Bring uns nur weg von hier. Ich kann nur dir ein Riftgate dorthin öffnen. Ja, schön, wie auch immer, bringen uns einfach in Sicherheit. Lass sie durch den Wald laufen. Ich würde es nicht so sagen, dass wir sie in Sicherheit gebracht haben. Ich meine, die Leute dort sind auch Kannibale. Wir haben die jetzt eigentlich in ihren sicheren Tod geschickt. Das ist wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite wiederum, sonst würden ja die Kannibalen verhungern.
Natur ist halt grausam. Irgendjemand wird immer sterben. Ja, es ist der ewige Kreis. Die Fleischfresser fressen die Pflanzenfresser. Wenn die Fleischfresser irgendwann gestorben sind, werden sie zu Pflanzen hier, die dann von den Pflanzenfressern gefressen werden. Wann fressen die Fresser den Fresser? Moment, was? Und so fressen die Pflanzenfresser die Fleischfresser, die zu Pflanzen geworden sind. Ja, was? Ich glaube, ein Faser hat es damals besser erklärt, den König der Löwen. Soll ich besser wissen, als ich zuletzt einen Film geschaut habe, aber irgendwie weißt du was du nicht. Ja, ich habe vor keine Ahnung, wie lange das hier ist. Donnerblüte. Die Zeichentrickversion vom Film gesehen. Das Original, sagen wir so. Die Klassiker. Das wunderschön gezeichnete. Oh. Ah, Wendigo. Uralter Wendigo. Ich werde bedrängt von ganzen Gegnern. Ja, so sehr, dass ich die Gegner nicht mehr sehe. Aber hey, manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder die Gegner. Manchmal sieht man die Gegner vor lauter Gegner nicht. Nichts drin. Hm, haben wir gegessen. Hm. Haben die auf den Grill geschmissen für einen schönen Grillabend. Psst. Im heißen Sommer. Kommt auch solche bekloppten Ideen. Menschen? Die Leute, die gerade draußen sitzen und sich lautstark unterhalten. Macht denn sowas? Nachbarn. Und das machen die meistens bis mitten in die Nacht. Bis zum nächsten Tag. 2 Uhr morgens. So schlimm. Ja, bis 2 Uhr morgens. Kann man so langweilig sein? Wo langweilig. Der Sumpf langweilt mich. Oh. Also kann ich Spaß mit schicken. So liegen hier 4 Giftblickgeilen auf einmal. Weil da Gegner gestorben sind. Was? Gegner lassen Beute fallen? Ich weiß. Ist schwer zu glauben, aber. Wir machen wirklich so einen Scheiß. Oh. Flatsch, flatsch. Ein bisschen mehr Bindungen. Nächste Teil. Tausend Jahrhunderte später. Ah, der kommt gegen das und schicken uns Lebensbalken. Vielleicht bin ich ja die Gegnerin. Vielleicht möchte ich auch mein Gegner mal was. Dass du mich einfach in Devil's Crossing hinschmeißt. Was ist das denn? So brutal. Plötzlich war ich tot. Hab ich auch gesehen. Du hast das ganze Geschwafel vom Essen der Kannibalen hat mich selbst auch hungrig gemacht. Ja. Ja, Kies hat schon wieder versagt in seiner Kraft, Chicken zu beschützen. Ich wollte ein bisschen aufmunternd sein zum Dicken. Ja. Wenn ich das nutzloser weiß. Wie war das noch in Titan Quest, wo ich gesagt habe, dass ich Kies als meinen blinden Hund benutze? Deine Worte! Du verlässt dich auf ihn? Waren deine Worte! Wortwörtlich! Ich weiß! Ich wollte nur nicht so schrecklich fühlen lassen. Hey! Es kam im Best-of-Core.
Wir checken. Apropos Best of. Wir machen es in Akt 5 weiter. Ja. Ich kann es immer noch machen. Andere Dinge machen. Okay. Ja, Rappi wartet immer noch auf den 5. Akt. Vorher will er die anderen Videos nicht weiter gucken. Genau. Also Dracula, weil es nur so lustig ist. Ja, lustig. Ich musste bisher nicht lachen. Was? Ich lache mit dir nicht über. Ach, egal. Ach, Leute lachen doch immer über mich. Na, Maurene. Nathan! Und Maurene. Abnade, bring uns hier weg! Das Tor war bereits offen, aber auch egal. Und die Gegner waren bereits dann tot. Dann geht man nach Burridge. Nee, nicht Burridge. Doch, geh lieber nach Burridge. Genau. Unsere Gebete wurden erhört, vielen Dank. Geh sonst irgendwo hin, aber nicht dahin, nicht nach Barrowholm. Ein was? Nein, auf keinen Fall. Wir wollen nicht von Regen in die Traufe kommen. Ich verspreche euch, es ist viel sicherer, als den Sumpf zu durchqueren. Ach, sie zögert. Also gut, was? Ach, Rappi ist wieder durch sein Rückgrat gegangen, deswegen hat sich der Dialog beendet. Ich hab vergessen. Ich vergesse jetzt, was ist passiert. Das nervt. Ich vergesse immer Dinge. Ich vergesse immer, was. Ja. Das könnt ihr auch mal patchen. Wie geht's überhaupt? Unsere Inventar ist leer. See anything you like. Zurück zum Dorf. Ja, für den hier vor sich. Also im Dorf, weil wir jetzt alle Aufgaben erledigt haben. Wie die Leute hier. Ich frage mich schon, wo man einen Wendigo Geist finden soll. Für Uktol. So, Typ. Ich sehe, dass die schützende Aura um Barrowholm wiederhergestellt wurde. Also bist du doch für etwas zu gebrauchen. Ich werde Scorf mitteilen, dass man dir vertrauen kann. Gut, hey, so. Wir sind zu gebrauchen. Offenbar werden wir heute nicht dein Blut vergießen. Vielleicht kannst du dich noch einmal nützlich machen? Was denn jetzt schon wieder? Unser erwartet Blut und Gemetzel, aber Scorf will nicht, dass ich das Dorf unbewacht lasse, also liegt es an dir. Soll ich jetzt den Wachhund spielen? Nein, Schicken, du sollst losrennen und metzeln. Gleich im Osten gibt es eine alte Mine, die die Leute von Barrowholm seit Generationen mit Arbeitsplätzen versorgt. Das war nicht die Mine, in der wir drin waren, oder? Ja, das ist die. Ihre Ressourcen sind schon größtenteils aufgebraucht, doch wir benutzen die verlassenen Tunnel, um Vorräte für den Notfall zu lagern. Offenbar ist etwas durch den verschlossenen Eingang durchbrochen und vernichtet jetzt unsere Nahrungsvorräte. Wir können nicht zulassen, dass das passiert. Gib dich in die Mine im Osten von Barrowholm und lösche das Ungeziefer aus, das sich eingenistet hat, und ich werde dafür sorgen, dass du einige unserer Vorräte erhältst. Naja, eigentlich haben wir das Ungeziefer bereits beseitigt. War es nicht eigentlich eine Pflanze? Nein, es war eine fette Grabe. Es war eine fette Grabe. Okay. Wo war dann die Pflanze? Im Sumpf. Was haben wir gekommen? Ungeziefer? 12 irgendwas. Krabben sind Ungeziefer. So, keine Ahnung. Käse steckt gerade im Körper einer Krabbe. Heißt das, Käse ist Ungeziefer? Käse, ich glaube, der Typ hat dich gerade beleidigt. Nee, Käse ist Verräter. Ja, stimmt. Er hat mich ja damals in Skyrim an die Stadtwache in Einsamkeit verkauft. Er hat mich verhaftet. Wirklich, du bist ja ein sehr eifriger Schlechter. Das gefällt mir. Langsam verstehe ich, warum Scorf dich hier behalten hat. Hier, diese Materialien dürften für dich von Nutzen sein. Du solltest dich glücklich schätzen. Es ist nicht ganz einfach, so viel Schrott in einem Sumpf aufzutreiben. Hättest du mir nicht die Seele geben können anstatt dem Schrott? Ich brauche keinen Schrott. Ich habe 212 Schrott. Das werde ich doch niemals alles verbrauchen.
Also baust du Waffen draußen und machst kaputt, bis du schon eine Seele bekommst. Was soll ich machen? Oder machst daraus Waffen und Rüstungen, machst sie dann kaputt und vielleicht kriegst du die Seele raus. Als Komponente. Ja. So epische Gegenstände herstellen. Ja, quasi so halt Umweg machen, um an das Ding zu bekommen. Oh. Egal, kriegst du aber dann Archiven für Herstellung von Sachen. Und noch ein Level up! Yay. Können wir einen neuen Wirtskörper für Kiesel erschaffen. Nach dem Pferd. Raumverrätisches Pferd. Muss man noch ein Fragezeichen? Hier die nächste Person. Wo sind... Ja, bringen wir mit Leute zum Essen. Ja, die Reisenden, die du gerettet hast, sind gerade von deiner Rückkehr, gerade vor deiner Rückkehr angekommen. Ich danke dir für deine Hilfe. Anscheinend hat es nicht lange gedauert, bis sie Futter für diese Wilden wurden. Hier werden sie es viel besser haben. Ja, ihr werdet sie da unten einsperren und sie dort versauern lassen, bis ihr sie selber essen wollt. Mhm. Einmal war es das Wichtige. Der große eine wird deine Taten an diesem Tag bemerken, da bin ich mir sicher. Ich werde Skorf wissen lassen, dass du uns alle große Dienste geleistet hast. Ja, großartig, toll. Apropos, wo sind die Überlebenden eigentlich? Sie waren so verängstigt, diese armen Dinger. Wir brachten sie in den Keller. Brachten ihnen neue Kleidung, gaben ihnen von Auren Suppe zu essen und ließen sie für morgen ausruhen, bevor wir sie zum Mittagessen verarbeiten. Ich sag's doch, wir haben sie in den Keller gesperrt. Nicht Keller, Essenskammer. Hm. Am besten wie so ein kalter Kühlraum, damit das Fleisch auch schön lange haltbar bleibt. Ja, und so hast du es gemacht, oder? Wir dürfen den Fetisch bekommen. Ja, wir kriegen ja jetzt einen Fetisch. Kann ich sonst noch irgendwie helfen? Du hast schon groß am Gesicht rausnehmen. Wer ist euer Meister? Der Wendigo-Geist hat euch einen neuen Weg gezeigt. Und wir brauchen ja so einen... Was brauchen wir vom Wendigo? Wendigo-Geist. Sammel einen Wendigo-Geist. Ja. Ja, und in gewissen anderen Spielen, wo Wendigos vorkommen, waren sie früher Menschen, die den Kannibalismus verfallen sind. Ah, was sind Lateinamerikaner? Nee, nicht schade. Da irgendwo im nordamerikanischen Ureinwohnern ist eine Legende. Beziehungsweise Mythos. Der Wendigo-Geist? Nein, Wendigos. Harmlos. Harmlos, der Wendigo-Geist. So wie diese Dinger, die mich da draußen angegriffen haben? Ja, wir können das auch. Ja! Diesen Kannibalen und du kannst das auch checken. Und wo ist das Problem?
Ah, die Hexe, die wir da in dieser einen Höhle getroffen haben, macht euch Ärger. Hm. Erzähl mir erstmal was über diesen Meister, den du gerade erwähnt hast. Aber das hast du eigentlich schon erzählt. Ja, dann müssen wir uns wahrscheinlich wohl um Laria kümmern, ne? Ja. Aber man kann die auch davor warnen. Dann sagen wir aber. Wir müssen uns jetzt wieder zwischen zwei Seiten entscheiden. Entweder hier die Kannibalen oder die Hexen vom Zirkel. So wie damals mit was? Die Schwarze Legion und. Hat die anderen? Nicht genau. Kann nur sagen, hey, die wissen, dass du mir Ärger machst, lass das lieber. Und dann sagt sie, ja, okay, habt recht. Und kann sagen, hey, wir haben sie erledigt. Ärger und es kommt noch härter. Kann quasi vortäuschen, dass man sie getötet hat. Vortäuschen. Wo ist eigentlich? Ich wünschte, Bethesda hätte das eingebaut mit Patronax. Dass man die Klingen einfach anlügt und sagt, ja, ich habe Patronax getötet, aber wirklich hat man den mal leben gelassen. Alte Ruinen. Wart ihr nochmal im Sumpf? Irgendwo ganz unten, wahrscheinlich. Ja, wir müssen mal aufteilen und suchen. Nee, warte, wir sind über eine Brücke gelaufen. Da müsste es, glaube ich, top gewesen sein. Ich glaube, es müsste mal in der Nähe vom Rift. Ah, ich hab sie gefunden. Okay, hab sie. Rappi ist schneller da. Rift Nuckenburg. Rappi ist schneller da. Rift Nuckenburg und dann Norden. Ich war noch damit beschäftigt, auf meine Karte zu gucken und Rappi rennt einfach schon los. Ja, Scout und so. So, Portal geöffnet. Also Rift. Sagt er, nachdem ich in sein vorheriges Rift gegangen bin, in der Hoffnung, er hätte es schon geöffnet, aber erst jetzt hat er es geöffnet. Ich mache jetzt eine Ankündigung, wenn ich das mache. Was? Mach immer Ankündigung, nachdem ich gemacht habe. Ich kann von meinem eigenen Portal zu meinem eigenen Portal reisen. Okay. Wo ich gerade stehe, hä? Mach ich nicht. Ah. Tief einatmen, 5 Sekunden zählen und dann Nein, wieder ausatmen. Nein, ich kann nicht tief einatmen. Warum nicht? Diese Session treibt mich in den Wahnsinn. Hm. Nicht die vorherige. Dorf der Kannibalen hat mich in den Wahnsinn getrieben. Nicht die andere Session? Na dann, Spiel. Warum hat das mich in den Wahnsinn treiben sollen? Was schon bei längst passiert ist. Die technischen Dinge davor haben ihren Wahnsinn getrieben und nicht die Session selbst. Ja gut, das meinte ich ja auch. Laria, wir müssen ein... Wir haben das enge Stuffes zu besprechen. Ernstes Wörtchen mit dir reden. Ich bin hier, um euch vor dem Wendigo-Kult zu warnen. Der Wendigo-Kult möchte euch tot sehen. Ich wurde geschickt, um euch zu töten. Skorf Edgenor lässt grüßen. Angreifen. Na schön, ich gehe. Naja, sagen wir ihm mal, was Sache ist. Hm. Warnen wir sie mal. Mich warnen. Ich bin mir sehr wohl der Gefahren bewusst, wenn man ihre Pläne durchkreuzt. Was hat sich geändert?